Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir starten in ein neues Let's Play und zwar FIFA 16. Ja, erstmal herzlich willkommen und am Anfang hätte ich gleich mal eine Frage, bevor wir ins Projekt starten. Und zwar, man kann bei FIFA so unendlich viele Sachen, Let's Playen. Und deswegen einfach am Anfang meine Frage an euch, auf was habt ihr Bock? Ich könnte zum einen eine Karriere starten, dann offline halt gegen Teams spielen und mich hocharbeiten, alle möglichen Titel gewinnen. Ich könnte mir die Skillspiele antun, ja, ich bin da sehr Profi drin, ja, bin ich. Und oder haue so ein paar Special-Folgen mit den Skillspielen raus, wenn ihr darauf Bock habt. Ich könnte, womit ich heute auch anfange, FIFA Ultimate Let's Playen. Werde dort auch schon mal vorneweg auch Pack-Openings machen. Ich habe mir FIFA-Points geholt mit dem bisschen YouTube-Geld, was ich dann doch ab und zu bekomme. Habe ich dann mal hier reingesteckt, einfach damit ihr auch was davon habt. Und dann gucken wir mal gemeinsam, was ich für Karten bekomme. Ich könnte außerdem, habe ich gesehen, gibt es eine Koop-Saison. Würde mir dann anderen Let's Player suchen oder einfach einen Kumpel und dann halt eine Koop-Saison starten. Wie genau das abläuft, ob man dann zusammen ein Team spielt oder sowas, kann ich noch nicht sagen, würde ich mich dann erkundigen, wenn ihr darauf Bock habt. Dann mache ich daraus ein Let's Play Together. Ich könnte zu dem FIFA World Cup wechseln und mich dort versuchen, gucken, wie weit ich komme. Und zu guter Letzt könnte ich die virtuelle Bundesliga ausprobieren und schauen wir mal, wie ich dann dort abschneide. Das ist euch überlassen. Lasst es mich in den Kommentaren mal bitte wissen, worauf ihr Bock habt und dann schauen wir mal, wie sich das umsetzen lässt. Ich würde jetzt in FIFA Ultimate starten. Ich habe kurz schon mal gestartet, weil es ein Update brauchte, weil ich Karten bekommen habe, dadurch, dass ich schon FIFA 14 und 15 gespielt habe. Deswegen gab es ein paar Bonuskarten. Deswegen habe ich mir schon mal den Namen eingerichtet. Man musste halt lauter Sachen einrichten und deswegen habe ich das schon mal in Angriff genommen. Muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe auch vorher mir die Demo nicht geladen, weil ich einfach kein Freund davon bin. Nichts Halbes, nichts Ganzes. So sieht gerade meine aktuelle Mannschaft aus. Die goldenen Karten habe ich halt, weil ich diese und die silbernen, weil ich halt Bonus-Packs bekommen habe, zwei Stück. Als Willkommen zurückgeschenk. Aber wie gesagt, ich starte die erste Folge. Ich starte die erste Folge mit Packs. Genau, wir öffnen mal ein paar Packs. Wir schauen mal, einfach weil der Start dann ins Projekt ein bisschen leichter ist. Und wie gesagt, ihr auch ein bisschen was davon habt, habe ich ein bisschen Geld investiert, was ich durch YouTube bekommen habe. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Und wir starten mal mit dem ersten Pack. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Fußballprofi. Ich kenne ein paar Spieler, aber auch nicht alle. Okay, das hat sich schon mal nicht so doll gelohnt, wenn der beste Spieler auch nur eine 76 hat. Kanté würde ich gleich mal, die Kanté, den haue ich mir gleich mal in die aktuelle Mannschaft. Einfach weil, ja, er besser ist als alle anderen. Dann würde ich sagen, hauen wir den gleich auf den Transfermarkt. Ich brauche, glaube ich, gar nicht gucken bei diesen, gerade am Anfang, ja, hier 10.000, ist klar, nö. Geht ja schon gut los hier mit dem Traden. Den haben wir für 200 gleich mal auf den Transfermarkt. Zack. So, guck mal, mein nächster Spieler. Linkes Mittelfeld, das kann ich sogar gebrauchen. Der hat auch ein gutes Tempo. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein Spieler bei Ultimate. Ich lege eigentlich nur Wert auf Tempo. und den können wir auch verkaufen. Den biete ich auch mal an für 200. Genau, nicht wundern, oben rechts, ich habe hier den Stream mitlaufen. Wir hauen mal den auch auf den Transfermarkt. So, dann haben wir hier noch ein zentrales Mittelfeld. Wie gesagt, einfach erstmal alles in die aktive Mannschaft, bis jemand Besseres kommt. Bieten den auch wieder an. Ich denke mal, am Anfang werden die auch noch nicht gekauft. So, wir haben einen für die Physis. Der kommt natürlich in den Verein. Alles mitnehmen. An Verein. Verträge und Fitness sind immer gern gesehen. Torwarttraining. Ich hau es erstmal in den Verein. Guck mal, wir haben schon wieder ein Stadion. Es gibt am Anfang immer diese Sachen, die man abschließen kann und man kriegt dann ein Bonuspack. Deswegen werde ich das gleich mal aktivieren. Ich denke mal, das ist genau, darum sehen wir schon, 3 von 18 Aufgaben erledigt. Haben wir das schon mal aktiviert. Hier haben wir noch einen Ball, den aktivieren wir auch gleich mal. Gibt, glaube ich, noch eine. Genau, 4 von 18. Ja, dann ziehen wir gleich das nächste.
Ich weiß noch nicht, wie viel ich ziehe. Wir schauen mal, bis was Cooles dabei ist. Ich gehe aber davon aus, dass noch nichts Cooles dabei ist. Naja. Na gut. Aber erstmal Goldspieler, das ist schon mal wichtig. Zentrales Mittelfeld, den hauen wir natürlich. Ja, guck mal, können wir gleich ersetzen. Hauen den auch auf den Transfermarkt. Ich gehe zwar davon aus, dass wir die nicht loswerden, weil es einfach Bronzespieler sind. Wobei, wenn jemand sich ein Team zusammenstellt, wo genau der fehlt, dann kann ich ihn gerne haben. Zack, auf den Transfermarkt. Eine Stunde lasse ich. Die biete ich dann immer wieder neu an, damit die auch wieder vorne stehen. Stürmer, ja klar, auf jeden Fall. Auch in die aktive Mannschaft. Ja, den kann ich zum Beispiel nicht verkaufen, den hatte ich von Anfang an, den hauen wir weg. So, hier haben wir wieder einen für die Fitness, sehr wichtig. Und natürlich Verträge, die haue ich gleich mal per Viereck direkt in den Verein. Fitness, hier haben wir eine Manager-Liga-Karte, die werde ich auch auf den Transfermarkt hauen. Wir schauen mal, die wird auch bei 200, ja, leider Gottes. Die versuche ich aber mal für 300 anzubieten. Man weiß ja nie. Irgendeiner wird sie sich kaufen. So, wir haben ein Wappen. Italien-Wappen. Naja. Ja, dieses tolle Tutorial aktiviert sich mal wieder. Ich hasse es, obwohl man schon Ahnung hat von FIFA, zeigt es trotzdem die Tutorials an. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo ausstellen kann. Hab's noch nicht gefunden. Aber Wayne, wir gucken mal weiter. Wir aktivieren das einfach, um die Aufgaben abzuschließen. Jo, ach, hier haben wir noch ein Wappen. Guck mal, da haben wir... Ich lasse Brasilien. Da taue ich mir auf den Transfermarkt. Genau, machen das auch wieder ein bisschen teurer. Und hier haben wir noch ein Trikot, das werde ich mir auch aktivieren. Einfach wegen diesem FC Bologna. So, ich glaube, ich denke, ja, komm, wir ziehen noch ein neues. Es gibt ja immer diesen Mythos, gab es ja damals, wenn man so hin und her wechselt und dann diese Bilder, wenn da zwei die gleichen sind, dass man bessere Karten zieht. Allerdings muss man erstmal es hinkriegen, dass da zwei die gleichen sind. Ich gehe mich davon aus, dass von 100 Mal Switchen einmal passiert. Guck mal, jetzt ist der hier, man kann ja so abergläubisch sein, schon zwei, dreimal hintereinander gewesen. Badam, bam, pam. Schauen wir doch mal. Habe ich gerade echt was verkauft? Die Münzen gingen hoch. Ui, guck mal, da war schon eine bessere. Moreno, okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Linker Außenverteidiger. Allerdings habe ich mir jetzt eine Aufstellung ausgesucht, wo ich keinen linken Außenverteidiger brauche. Aber was man hat, das hat man, würde ich sagen. So, auf den Transfermarkt. Preis vergleichen. Der wird, ja genau, 200. Ich probiere mein Glück weiter mit dem etwas, ja, nicht viel teurerem Verkaufen, aber immerhin. Den Tonelli haben wir auch noch. Komm einfach mit rein in die Mannschaft. Wie gesagt, so lange bis was Besseres kommt. Hier haben wir noch ein paar Bronzespieler, die hauen wir auch gleich in den Verein. Beziehungsweise nein, die verkaufe ich. Oh, verdammt. Kann ich jetzt eigentlich... Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht wechseln. Auf den Transfermarkt. Das muss ich danach gleich nochmal in Angriff nehmen. Den würde ich jetzt auch verkaufen wollen. Genau, den biete ich an. Guck mal, Preisvergleich. Ich denke mal bei 200... Oh, 500. 200. 250. Ja, ich denke mal, ich hau ihn für 300 raus. Irgendeiner wird ihn sich schon kaufen. Biete ich so lange an, bis einer den kauft. So, wir haben wieder einen für die Physik. Den behalte ich natürlich auch. Verträge natürlich gern gesehen. Guck mal, wir haben Chemiestil, haben wir auch schon. So, Spielerfitness haben wir. Wir haben Teamtraining, ist auch nicht schlecht. Oh, Hunter. Das hebe ich mir schön auf, bis ich einen Spieler habe, den ich auch längerfristig behalte. Wir haben hier wieder ein Trikot. Das werde ich auf jeden Fall anbieten, weil ich glaube, eine Aufgabe am Anfang ist es, sich Sachen zu kaufen. Und deswegen, werden wir die auch verkaufen. Wir gucken mal, Preisvergleich, bestimmt wieder 200. Okay, wir machen aber die 300 raus, bieten es an und probieren es einfach mal. Jetzt gehe ich doch mal ganz kurz nochmal auf den Transfermarkt und haben tatsächlich das Wappen verkauft.
Ich gehe davon aus, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, die sind an sich für 300, für mehr als 300 drin. Da habe ich nicht aufgepasst. Genau, da muss man nämlich drauf achten. Wir löschen das raus. Und haben hinten noch einen Spieler, den ich noch nicht angeboten habe. Zwei sogar. Warum ist der denn hier eigentlich? Ich möchte den runternehmen. Warum kann ich den jetzt nicht runternehmen in den Verein? So, da haben wir's. So, den bieten wir aber an. Preisvergleich. Soll man dann doch mal machen. Naja, für 250 ist der drin. 300, weg ist er. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. So, jetzt muss ich aber nochmal schnell in meinen Verein gehen, in die Spieler. Ich möchte bitte nur goldene angezeigt haben und... Genau, den hatte ich jetzt noch nicht in der aktiven Mannschaft. Den hauen wir da auch mal rein. Wie krieg ich den jetzt bitte in die aktive Mannschaft? Achso, ich muss in die aktive Mannschaft gehen, glaube ich, und dann... Mannschaft! So, dann können wir die schon mal austauschen. Wir haben hier einen guten Stürmer, den hauen wir vor. Spanische erste Liga. Linker Außenverteidiger, den hauen wir trotzdem mal auf links, auch wenn das nicht außen ist. So, wir haben noch einen zentralen Innenverteidiger, ein Italiener. Okay, müssen wir mal gucken, wie das nachher so alles so zusammenpasst. So, wir haben hier noch einen englischen ZM. ZM brauche ich auch erstmal nicht, aber... Moment, zeig mir mal nochmal die Werte. Genau, der passt mit dem zusammen. Linkes Mittelfeld. Ich hau jetzt erstmal nur die Position hin und guck mir später an, wer zu wem passen könnte. Wir haben noch einen zentralen Innenverteidiger. Ein ist der besser als der hier. Der ist nicht besser. Nur ein Dribbling und Defensive sind sie gleich. Okay, dann lassen wir den draußen. Wir haben noch ein ZM. ZV haben wir auch noch. Der ist bestimmt besser als der. Jo, den wechseln wir aus. Und ich würde sagen, dann gucken wir gleich mal weiter, was die Pakete angeht. Moment, ich muss nein, nicht verlassen, sorry. So, da wollte ich hin. Wir gehen mal nämlich auf, hier haben wir noch einen 51er, der muss eh raus. Aus Mannschaft entfernen, den bieten wir an. Das übliche 300, zack, weg ist er. Und suche mal nach Spielern. Genau. Hier haben wir nämlich noch ein paar, die ich noch jetzt nicht da drin habe. Ui, die hat ein gutes Tempo. Stürmer, den hauen wir hier vor. So, da haben wir noch einen 58er, den hauen wir auch auf den Transfermarkt. Ach, verdammt. Ja, ist doch nicht so hektisch machen. Ich hau die erstmal weg. Genau. Anbieten. Da gucken wir dann doch mal bei Preisvergleich. Trotzdem für 200, okay. Zack. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja nicht der Überprofi. Ich habe das immer mal zwischendurch gespielt. Wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, lasst sie mich auf jeden Fall wissen. Ich nehme alles gerne an. Genau. Haut kräftig in die Tasten. Ich brauche eure Hilfe auf jeden Fall. So, dann gucken wir jetzt weiter. Wir ziehen mal, Nein, halt, wir fügen die Goldspieler da noch ein. Ja, es ist jetzt der erste Part, der hier so ein bisschen chaotisch ist. Im nächsten Part werde ich dann auch die Spiele in Angriff nehmen. ZM, okay. Und noch einen zentralen Innenverteidiger. Ich habe ganz schön viele zentrale Innenverteidiger. Da könnte ich eigentlich mal einen verkaufen. Dann nehme ich den, der jetzt am langsamsten ist. Das wäre in dem Fall dann der hier. Auf Dings, da wo es da anbietet. Man kriegt 300, wenn ich den so verkaufe. Der ist drin für Sofortkaufpreis 1000.
Ja, das werde ich mir, da werde ich auch mich anpassen. Für 1000. Im Schnitt. So, dann hat man hier noch einen. Ein ZOM 77. Der ist bestimmt ein bisschen besser als der. Ah, der andere hat mehr Schuss und so weiter. Den lasse ich mal. Zentraler Innenverteidiger ZM. Wir hatten doch hier einfach einen ZDM. Ah, okay. Na gut, ziehen wir das nächste Pack. Lang genug aufgehalten. Ich würde sagen, zwei ziehen wir noch. Ach, was mache ich denn? Goldsets. So, wir switchen mal wieder ein bisschen hin und her. Ein bisschen Aberglaube verbreiten. Wenn jetzt nochmal Bayern ist? Nee, ist es nicht. Guck mal, da kommt öfter mal zweimal derselbe hintereinander. So, scheiß drauf. Zack, Attacke, Schweinebacke. Putz. Gucken wir, ob wir ein gutes Startteam schon mal hinkriegen. Trommelwirbel. Ah. Naja. Ui, Silver. Den nehme ich. Der ist ja ganz schön langsam. Na gut, aber der ist wenigstens selten. Dann würde ich sagen, wieder ab in die aktive Mannschaft. ZM. Schmeiß mal dafür halt die anderen wieder raus. In den Verein, den kann man nicht verkaufen. So, Silver in die aktive Mannschaft. Für den Anfang nicht schlecht, bisschen langsam. Für die Abwehr, aber egal. Preisvergleich. Ja, die sind drin für 200. Machen wir wieder 300, machen wir mal 350. Die glänzt. So. Hertha BSC, inaktive Mannschaft, ZM. Ersetzen wir natürlich. Verkaufen wieder unseren Bronzespieler. Ich denke mal wieder für 200. Jo. Kabum. So, Spielerverträge, Spielerverträge. Der Rest ist eigentlich alles in Verein. Hier haben wir noch Wolf in Torwart. Hier haben wir noch einen Trikotsatz. Finde ich eigentlich besser als... Obwohl finde ich den besser. Nö. Nö. Den hauen wir auch auf den Transfermarkt. Denn wie gesagt, man muss glaube ich auch Sachen kaufen, um Dingens frei zu spielen. Aufgaben zu erfüllen, meine ich. Auch für 400. Gucken wir mal, ob es weggeht. So. Haben wir noch einen Trikotsatz. Hauen wir natürlich auch rauf. 400. Und den Rest, verbleibende Objekte in den Verein speichern. Moment, wenn ich Verein speichere, ist das dasselbe wie Verbrauchsobjekte Stapel? Halt, wollte ich gar nicht. Ja, ich muss erstmal klarkommen. Wie gesagt, ja, ist alles Verein. Zack. So, eins ziehen wir noch. Komm, wir switchen nochmal hin und her. Machen uns nochmal ein bisschen nervös, obwohl das vielleicht überhaupt nichts bringt. Komm, wir ziehen mal Messi. Wenn der nächste Messi kommt. Messi, wo bleibst du? Guck mal, Messi hat keinen Bock mehr. Da ist er. Auf die Plätze, fertig, Action. Zack, ja. Ah, naja. Auch nicht so viel gebracht. Aber wir haben wieder ein paar seltene dabei. Unter anderem auch so ein Fitness-Dings. Fitness-Trainer-Typ. In den Verein. Und dann gucken wir doch mal. Kuka. Kenne ich absolut nicht. Wie gesagt, ich bin echt nicht der Profi, was Fußballspiele angeht. Den bieten wir auch an. Wir gucken mal. Der könnte gut sein wegen... Ja, der ist schon etwas höher gehandelt, wegen der Schnelligkeit. Da machen wir mal einfach eine 600 raus und senden. Und schauen mal, wie jemand den für 600 möchte. So, dann haben wir den nächsten. Oh, verdammt. Einfach mal locker an den Verein geschickt. Inaktive Mannschaft, ZOM. Muss, glaube ich, auch noch
Schon ZOM? Ja, da hinten haben wir noch einen. Anbieten, Preisvergleich. 200, okay. Den hauen wir raus für 300 wieder. Senden. Der hat auch nicht so viel Schnelligkeit. Und den Rest. Hier haben wir noch ein Wappen. Das bieten wir auch an. Gucken mal, ich denke mal, das wird auch bei 200 liegen. Ja. 300 raus. Irgendeiner wird es schon kaufen. Und hier haben wir noch... Ah, okay. Für den Torwarttraining. So. Dann würde ich sagen, hauen wir den Rest in den Verein. Und ja, das war es erstmal zur Vorbereitung vom ersten Part. Ich würde sagen, im zweiten basteln wir ein bisschen an unserer Mannschaft rum und bestreiten dann auch das erste Spiel. Und ja, dann haut kräftig in die Tasten, was die Kommentare angeht. Und wir sehen uns gleich zum zweiten wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.